Die Finalisten des Europäischen Erfinderpreises 2019 sind Klaus Feichtinger und Manfred Hackel, verbessertes Kunststoffrecycling. Antonio Corredor und Carlos Fermin Menendez, Betonform für bessere Wellenbrecher. Alexander van der Lely und Karel van den Berg, Melkroboter für gesündere Kühe. Jérôme Gallon, Immunoscore, aussagekräftiger Krebstest. Matthias Mann, Diagnose von Krankheiten durch Proteinanalyse. Patricia Patalini-Breschot, ICED-Blutfiltration zur Erkennung von Tumorzellen. Eben Bayer und Gavin McIntyre, umweltfreundliche Verpackung aus Pilzen. Amnon Shashua und das Mobileye-Team, sehende Fahrzeuge für mehr Sicherheit im Straßenverkehr. Akira Yoshino, Entwicklung der Lithium-Ionen-Batterie. Espen Beck, intelligente Laser für gesündere Lachse. Rick Breuer, Anti-Fouling-Faserfolie für Schiffsrümpfe. Richard Palmer und Philip Green, flexible Protektoren, die bei einem Aufprall hart werden. Margarita Salas-Valgeras, DNA-Vermehrung zur Genomanalyse. Maximilian Haider, schärfere Bilder in der Elektronenmikroskopie. Marta Karcevic, Weiterentwicklungen in der Videokompression.